Our customer journey starts with the consumer seeing a post online about the high CO2 emissions of different vehicles. It appears that driving an e-bike would be a better alternative to driving a car, but they must be expensive, right? Browsing the newspaper, the consumer discovers an ad for an e-bike. They are not as expensive as she thought. Perhaps she should further look into the cons and pros of owning an e-bike. She decides to use her laptop to find more information about the desired product to be able to make up her mind and make the best decision possible. However, it is an information overload. Different brands, prices, sizes, and functions. How is she supposed to know which e-bike is the right one for her and for her needs? Getting frustrated, she turns her back on the online world and decides to check out a stationary bike shop instead. Ich bin nämlich auch am Überlegen, wer es zu holen, dann gehe ich doch gleich mal direkt bei dem einfach rein. Ja, mach das. Cool, danke. Super, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, moin. Ich würde mich für ein E-Bike interessieren und ich habe so ein bisschen schon im Internet recherchiert, aber ich bin total überfordert und wollte mal professionelle Beratung. Ja, gerne. In welche Richtung soll es denn gehen? Gibt es schon Vorstellungen? Welche Vorstellungen gibt es? Also so richtig nicht. Ich weiß nur, das soll jetzt nicht für den Sport oder so sein, sondern ich würde gerne damit zur Hochschule fahren, anstatt mit dem Auto ständig unterwegs zu sein oder auch mal einkaufen. So irgendwie in die Richtung. Ja, schön. Gut, ich kann Ihnen da drüben was zeigen. Ja, gerne. Das ist ein Pedelec von Flyer. Ich glaube, das würde sehr gut zu Ihren Anforderungen passen. Mhm. Das ist ein recht verschleißfreies Fahrrad, hat einen sehr schönen großen Akku hier, ja. Das ist ein 630 Wattstunden Akku, dadurch hat das Rad eine hohe Reichweite, ungefähr 120 Kilometer. Ja, das klingt ja schon super soweit. Jetzt habe ich nur eine Frage, ich habe im Internet einen günstigeren Preis gesehen. Was hätte ich denn jetzt davon, wenn ich das bei Ihnen kaufe? Weil ich bin Studentin, ich muss immer auf das Geld achten, von daher... Wenn Sie das Rad bei uns kaufen, wir machen Ihnen das für Sie natürlich komplett fix und fertig. Mhm. Wenn Sie das Fahrrad von uns übernommen bekommen, dann ist es fahrfertig montiert. Ja. Und wir können Ihnen günstig und schnell Inspektionen anbieten. Sie müssen Ihr Fahrrad ja regelmäßig warten lassen. Ja. Und da können wir die Inspektion sehr schnell durchführen, ja, auch zu einem günstigen Preis. Dann würde ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich bedanke mich schon mal für die Beratung und dann würde ich einfach sagen, ich denke drüber nach und komme dann noch mal wieder. Ja, gerne. Super, dann danke schön. Nichts zu danken. Tschüss. After the kind consultation in the local bike shop and having learned a bit about e-bikes, the consumer decides to do further research and compare prices. Sure, the owner of the shop made a great offer, but perhaps there's a better deal out there. Having looked through the different offers, the consumer decides to buy her e-bike in the local shop, just across the street from her university. While she might have found cheaper products online, none of them offered the same after-sales service and consultation as the stationery shop did. Plus, it is always good to support your local community. Hallo! Hallo! Ich habe mich jetzt entschieden und ich würde gerne das e-bike kaufen, das Sie mir letztens gezeigt haben. Ja, super, sehr schön. Ist eine super Entscheidung, haben Sie alles mit richtig gemacht und wenn Sie irgendwas dran haben sollten, können Sie natürlich gerne jederzeit zu uns kommen. Sehr gerne. Dann würde ich einmal mit Karte zahlen. Ja, danke schön. It is time for the e-bike's first software update. Thankfully, this is included in the after-sales service.